Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Benjamin Beidekin, dem einzigartigen Kanal mit über 4000 Baumaschinenvideos, gefilmt seit 1987. Nachdem das Turmforum geschlossen wurde, entsteht hier in der Nähe von Gleis 16 die neue Ausstellungsfläche. Diese nennt sich dann Infoturm Stuttgart. Die geplante Eröffnung soll im Frühjahr nächsten Jahres stattfinden. Blick durch die Plexiglasscheibe des Fußgängersteges auf den Bauabschnitt 13 sowie die dahinterliegenden Bauabschnitte 12, 11, 10. Und so weiter. Hier kann man die mächtigen Schalelemente wunderbar betrachten. Diese dienen dazu, von der Außenwand nach oben Übergang zur Decke. Das ist dieser gebogene Bereich, den man also hier auf dem Bild sehen kann. Diese Schalelemente sind auch ein Stückchen weiter vorne Richtung Planetarium auch schon zum Einsatz gekommen, wo man die Außenwände bereits schon betoniert hat. Blick durch die Plexiglasscheibe des Fußgängersteges auf den Bauabschnitt 14, Übergang Bauabschnitt 15. Hier erfolgt gerade der letzte Erdaushub. Rund 350 Tonnen Stahl in 22.000 Eisenstäben stecken in jeder einzelnen Kelchstütze. Die komplizierte Form, diese Rundung, erfordert spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten im Eisenflechten. Nur türkische Eisenflechter aus der Nähe von Istanbul, also dem Bosporus, sind dazu weltweit in der Lage. 100 von ihnen sind nach Stuttgart gekommen, um unserem Bahnhof sein Highlight zu bauen.